Jetzt wird ausgezählt. Die fast 1100 Wahlhelfer gehen ganz genau die Stimmzettel durch. Erst die für die Europa-, dann die für die Kommunalwahl. Das vorläufige Endergebnis steht kurz nach Mitternacht fest. Auf Kommunalebene ist die AfD stärkste Kraft. So ein Tag, der dürfte nie vergehen. 29.739 Menschen haben für die Alternative für Deutschland gestimmt. Das entspricht 22,3% und 11 Sitze in der Stadtverordnetenversammlung. Das ist natürlich eine Verpflichtung und Ansporn für uns, weiterhin sachorientierte und lösungsorientierte Politik zu machen. Den Stil, den wir 5 Jahre geprägt haben, den werden wir fortführen. Die CDU verliert 4 Sitze. Sie hat künftig 9 Abgeordnete im Stadtparlament. 22.948 Cottbusser haben insgesamt für die Christdemokraten gestimmt. Mit 17,2% sind sie zweitstärkste Kraft in Cottbus. Wir haben jetzt so ein Ergebnis eingefahren, wo ich sage, es ist ein blaues Auge. Wir sind damit nochmal davon gekommen und wir werden natürlich da wieder politisch entsprechend arbeiten müssen. Zu den Verlierern zählt auch die SPD. Sie kommt auf 15,6%. 20.819 Menschen haben ihr Kreuz für die Sozialdemokraten gegeben. In der Stadtverordnetenversammlung sind sie mit 8 Sitzen vertreten. Es geht jetzt darum, die Themen, die wir im Wahlkampf angesprochen haben und die wir vorher als wichtig für die Cottbuser Entwicklung angesehen haben, dass wir diese Themen natürlich auch weiter verfolgen, weil das sind inhaltliche Themen, in denen es um unsere Stadt geht. Und dafür werden wir dann auch in der neuen Stadtverordnetenversammlung versuchen, die Mehrheiten zu finden. Die Wählergruppe Unser Cottbus holt aus dem Stand 9,4%. Sie hat 12.544 Stimmen bekommen. 5 Abgeordnete können damit für das Stadtparlament gestellt werden. Zumal wir als totaler Newcomer vor 3 Monaten uns gegründet haben und jetzt einziehen werden in das Stadtparlament und unser Programm durchsetzen, ich glaube, ist schon ein Erfolg und da sind wir froh drüber. Auch die Grünen legen zu. Sie verbessern sich um 3%. Die Linke verlieren dafür deutlich. Sie fahren ein Minus von 7% ein. Die Wahlbeteiligung lag bei 57,5%. Im Vergleich zur letzten Kommunalwahl ist das ein deutlicher Anstieg. 2014 sind 39,7% der Wahlberechtigten wählen gegangen.